Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sollen in die Kathedrale rein. Alter, gerade die Musik ist ja überlaut. Naja, da musst du halt ein bisschen leiser machen. Egal. Auf jeden Fall ein nicer Scheiß bis hier. Bei Akarat. Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Was sind das für Dinger? Wer? Die Dinger? Gleich tot. Haltet sie auf. Ja, sicher. Wo bist du? Ach, deine Mutti. Ich brauche Arkankraft. Deine Mutti wird dir gehören, Junge. Moment, ich muss erstmal hier meinen. Oh, ist die ekelhaft, wie sie sich immer wegportet. Denkst du, das bringt dir jetzt was? Guck mal, ich kann das auch. Ja, und ich töte dich damit direkt. Oh, cool. Oh, makellos quadratischer Diamant. Nice. Jetzt stimmt, man droppt da jetzt hier auch Marquis-Edelsteine. Sehr nice, sehr nice. Zack, zack. Oh, was war das denn? Die Seelen. Moment, 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 was war das? Keine Ahnung. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Aha, eine Nachricht. Sagt mir einfach, wo ich Maltael finden kann, und ich werde dieses Blutbad beenden. Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann beginnt ihr am besten, es herauszufinden. Falls ihr mich braucht, ich rette derweil die Stadt. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Yeah, wir sind Level 61 und damit haben wir neue Fähigkeiten freigeschaltet, wie zum Beispiel das schwarze Loch. Erstmal, das ist nämlich auch neu seit dem neuen Patch halt, dass man, oder seit 2.03 ist das glaube ich erst, mit 2.01 war das noch nicht drin, seit 2.03 kriegt man für jede Quest nämlich auch noch eine Belohnung. Ich mach mal ganz kurz die Musik, die ist zwar super atmosphärisch gerade und sehr schön, aber muss ich mal ganz kurz ein bisschen leiser machen. Nervt ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, man bekommt dann immer schöne Belohnungen. Das finde ich extrem cool irgendwie. Jetzt ist natürlich das Blöde, dass mir die Flügel rauben mir ein wenig den Platz. Naja, in der Stadt waren wir noch gar nicht, ne? Würde ich mal so gesagt haben. Aber hier gibt es nichts, schade. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch was. Ich mag die Musik, die ist echt atmosphärisch, passt super. Leveln geht relativ fix, muss ich sagen. Kann man... Ach, Moment. Jetzt gehe ich einfach weiter. Ich wollte doch mal hier, hallo. Oh, guck mal hier. Seelensplitter. Kann ich mit dem reden? General Thorion. Er gibt ja auch neue passive Fähigkeiten, wie man das hier sieht. Manche wurden auch stark geändert. Ich werde erst einmal, ich glaube anstelle der Hydra... schwarzes Loch benutzen. Was macht denn das schwarze Loch überhaupt? Beschwört am Zielort ein schwarzes Loch, das Gegner anzieht und allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern im Verlauf von 2 Sekunden 360% Waffenschaden als Arkanschaden zufügt. Das ist stärker als die Schlange. Was haben... Oh, was? 570? Okay, ich meine, 2 Sekunden ist jetzt nicht unbedingt so toll, aber... Für jeden getroffenen Gegner erhöht sich der Schaden eurer Kältezauber. Okay. Benutze ich leider nicht. Schwarze Löcher absorbieren zusätzlich im Umkreis von 15 Metern gegnerische Geschosse und außerdem Objekte, die durch Affixe... Oh, das ist ja cool. Das ist nice. Blazar. Beschwört und zieht ein schwarzes Loch, das Gegner anzieht. Das Loch fügt allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern im Verlauf von 15 Sekunden 3 und... Lösen, verschwinden eine Explosion wahrscheinlich aus. 400, okay. Und Kraftraub von einem schwarzen Loch erfasste Gegner verursachen 5 Sekunden lang 10% weniger Schaden. Euer verursachter Schaden erhöht sich. Okay, ja, gut, ist jetzt. Ich probiere es mal auf jeden Fall aus. Das ist eine neue Fähigkeit. Nee, ich wollte es ja ausprobieren. Höre mir doch zu, Madame. So, zack.
Und zack. Schwarzes Loch. Erstmal, wer bist du? Lorath Narr. Rede ich mal mit dir. Wieso sind die Horadrim jetzt zurückgekehrt? Tyrael erschuf unseren Orden neu, damit wir ihm dabei helfen konnten, den Seelenstein aus den Himmeln fortzubringen und um die Menschheit zu schützen. Schließlich könnt ihr nicht überall zugleich sein, ganz gleich wie mächtig ihr auch sein mögt. Nun, vielleicht werde ich dieses Problem eines Tages lösen. Gelöst. Über Maltael. Maltael, mein Bruder. Er war die Weisheit selbst, der Anführer unseres Rates, der Erste unter den Engeln. Und nun ist dies aus ihm geworden. Was mag ihn derart verändert haben? Nach der Zerstörung des Weltensteins verfinsterte sich das Gemüt Maltaels und er verließ des Öfteren die Himmel. Dann verschwand er ganz. Er muss eine Verbundenheit zu... Nein, eine wahre Besessenheit mit menschlichen Seelen entwickelt haben. Ehrlich gesagt ist mir das gleich. Der Tod sollte unsere Seelen befreien und sie nicht verschlingen. Stimmt wohl, ne? Das stimmt. Wie kann euch der Splitter des schwarzen Seelensteins Maltaels Pläne offenbaren? Der Splitter ist noch immer mit dem Seelenstein verbunden. Ändert sich der Stein, ändert sich auch der Splitter. Somit kann ich beobachten, was Maltael mit dem Stein anstellt. Und wenn wir Glück haben, dann kann ich sogar seinen Plan erkennen. Okay, na dann. Tod. Was? Tod. Das ist ja grauenhaft. Wir reden mal mit General Thorion. General Thorion, die Todesmaid in der Kathedrale benutzte arkane Magie, die mir fremd ist. Wisst ihr, was sie dort getrieben hat? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Nicht mehr lange. Wenn ich diese Seelentiegel erst einmal vernichte, dann wird er sich nach seiner endlosen Armee umgucken. Das ist der Seelensplitter, ey. Wie groß ist denn bitte das, der komplette Seelenstein, wenn das nur ein Splitter ist? Junge, Junge, Junge. Die Seelentiegel verwandeln die Toten in Seelenernter? Es ist die traurige Wahrheit. Und die Todesmeiden? Ihre Geschichte ist ebenso tragisch wie die Maltaels. Einst bildeten sie die Spitze seiner Engel der Weisheit. Aber sie folgten ihm auf dem Weg in die Dunkelheit. Achso, das war's schon. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Na gut. Dann geht's weiter. Und da sind wir in die City. Die City das erste Mal. Die Enklave der Überlebenden. Wer bist denn du? Diadra, die Gelehrte. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt. Und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für meinen offiziellen Bericht werde ich mir wohl etwas Spannenderes zurechtlegen müssen, nicht wahr? Ja, das ist in der Tat richtig. Ihr kennt die Legende der Gruft von Rakis, oder? Nö. Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Die meisten Gelehrten glauben, dass sie unter Westmark liegt. Doch ich vermute, sie ist außerhalb der Stadt. Rakis war schließlich ein schlauer Mann. Ich kenne den Rakis-Übergang. Was hast du denn hier drin? Geschichte der Westmark, Teil 1. Westmark ist aus den Bemühungen des großen Generals Rakis erwachsen, der seine Religion über die Reiche des Ostens hinaus verbreiten wollte. Gefangen im Aberglauben der Zakarum, trieb er seine Paladine erbarmungslos über die wilden Lande des Westens und unterwarf die unzivilisierten Stämme, die er dort vorfand. Schlussendlich wurde er zu ihrem König. Oswin! Altes Haus, ich kenne dich zwar nicht, aber du bist jetzt mein Freund. Eine Heldin kommt, um uns zu retten. Das bringt mir aber meine Frau nicht zurück. Oder etwa doch? Na, wohl eher nicht. Das war Oswin, gibt's ja auch wieder. Wer bist denn du? Ivy. Robert und ich sind geblieben, um zu kämpfen. Aber er fiel. Und als sie begannen, ihn in Stücke zu reißen, geriet ich in Panik. Ich floh. Ihr wärt sicherlich ebenfalls gestorben, wenn ihr geblieben wärt. Damn, girl. So, hier haben wir den Händler, den haben wir ja gerade schon mal besucht. Ehrlich gesagt,
will ich das eigentlich nur loswerden. Lol. Die verkaufen... Alter. Also sowas hat es zum Beispiel im Standardspiel nie gegeben, dass sie sowas verkaufen. Das wäre jetzt schlechter natürlich als das, was ich habe, aber trotzdem. Nice. Hier geht's nicht weiter. Wir haben hier noch ein paar andere, mit denen wir quatschen können. Ich werde jetzt auch erstmal alle anlabern, dann gucke ich mir mal alles hier ganz in Ruhe an und so. Ich hoffe, das leckt auch nicht zu sehr, weil ich ja gerade nebenbei dann noch rendere. Muss ja sein, ne? Lord Harold Snow. Eheliche Zwietracht. Hast du zumindest die Juwelen mitgenommen? Harold, diese Monster wollten uns töten. Besser tot als arm. Wow, deswegen konnte ich mit ihm jetzt reden. Nice. Sie hat meinem der Schuft. Die Verzauberin. Los, aktiviere. Naja, nicht. Wer bist du, Emily? Ich kann kaum glauben, dass wir noch am Leben sind. Unser Dank gebührt euch. Diese Kloake wäre fast unser Grab geworden. Kein Problem, gerne getan. Wer bist du? Warum würden Lord Vermilion. Oh, Hedrick! Was willst du da? Dies ist ein... Es ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich zeichnet. Du. Die Armen und Bettler haben diese Kreaturen heraufbeschworen, um Westmark zu erobern. Ach so. Janni, hört sich ja logisch an. So, Hedrick, mein Freund, bevor ich mit dir rede, kannst du erstmal was für mich umwandeln. Du bist ja mein alter Homie, dich kennen wir ja schon eine ganze Weile. Hau mal weg, den Shit hier. So. Irgendwie nichts Geiles bekommen. Na, egal. Was hast du denn zu erzählen, Hedrick? Hm? Was ist das für ein Lärm? Hab keine Ahnung. Das war's oder was? Was ist das für ein Lärm? Hm. Beschäftigt euch etwas, Hedrick? Denkt ihr, dass Caldeum auch angegriffen wird? Ich nehme es an. Beklagenswert, nach allem, was wir dort erreicht haben. Immerhin haben sie die Eisenwölfe. Der Herr der Lügen konnte sie nicht bezwingen und auch der Engel des Todes wird es nicht schaffen. Fürwahr, fürwahr. So, wir gehen mal an die Beutetruhe, denn es gibt ein weiteres Fach. Das finde ich gut, denn jetzt können wir da auch noch anderen Scheiß reinbauen. Das kaufe ich mir direkt. Wir haben ja 60 Millionen, das reicht locker, um uns ein weiteres zu kaufen. Wir könnten das jetzt hier einfach mal... Ne? Aber ich weiß auch nicht. Ich mache da ein Bild von mir hin, also von der Zauberin. Das sollte reichen. Ach, jetzt müssen wir die auch noch kaufen. Ja, komm. So viel Zeit kann ja wohl auch noch sein. Haben wir ja. NP. So, zack, zack. Die machen wir direkt hier rein. Dann machen wir so, so, so. Guck mal, da kann ich zum Beispiel die Bücher reinpacken. Ja. Dann kann ich mir hier direkt nämlich mal zack, neue Tränke mitnehmen. Dann können wir nämlich auch mal mit Shen reden. Er hat aber schon auch was zu erzählen. Wenn du nicht aufhörst, du. Wusstet ihr, dass es einst zwei Monde gab? Ne. Derjenige, der nicht mehr existiert, hieß Lyria. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich euch die ganze Geschichte erzähle. Von Sai und seinem Meister. Hau raus. Dem Gott des Verlangens, Dirgist. In der Tat, ich würde gern eure Seite der Geschichte hören. Sie ist sicherlich amüsant. Nicht sonderlich. Dirgist Juwel ist wieder aufgetaucht und die Zeit für Geheimnisse ist vorbei. Keine Geheimnisse mehr? Dann sagt mir, ob ihr ein Gott seid. Die Lache, ey. Da war doch noch mehr. Gibt's doch noch Shens Gedanken hier. Habt ihr denn auch genug gegessen? Mir ist bereits aufgefallen, dass ihr eure Mahlzeiten gern vernachlässigt, wenn die Dinge etwas hektisch werden. Vielleicht sollte ich einmal für euch kochen. Wobei ihr wahrscheinlich besser daran tätet, dieses Angebot nicht in Anspruch zu nehmen, basierend auf dem Erfolg meiner bisherigen Kreation. Habe ich mir schon gedacht, ja. So, mal gucken, mein Freund, was kannst du mir denn herstellen? Ja, wobei, er kann mir das herstellen, was er mir vorher auch herstellen konnte. Ist das billiger geworden? Nö, ich glaube nicht. Genauso teuer wie vorher auch. Ich habe sowieso nicht die nötigen, aber jetzt braucht man sich die eh nicht mehr herstellen, weil die droppen ja auch. Die Chance dürfte zwar nicht sonderlich hoch sein, aber die Möglichkeit besteht. Es ist schön, euch wiederzusehen. Auch wenn es scheint, dass wir uns jeweils nur unter den denkbar ungünstigsten Umständen treffen. In der Tat. Aber andererseits wären wir uns sonst wohl nie begegnet, nehme ich an. Schuft, achso, die hat noch mehr zu erzählen. Na denn, hau raus. Einen Moment lang habe ich die Stimme einer meiner Schwestern gehört.
Doch ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Vielleicht ist es ein Echo der Magie, mit der der Prophet euch und eure Schwestern in Schlaf versetzt hat. Meine Schwestern sind nicht mehr bei uns. Ich bin die letzte Erinnerung an eine längst vergessene Welt. Ihr wisst nicht, wie eure Schwestern gestorben sind oder weshalb die Magie des Propheten versagt hat. So, wir wollten ja sie jetzt nicht unterbrechen. Reden wir mal mit dem Schuft. Nun, die Welt ist in Gefahr. Überall sterben die Menschen wie Fliegen. Es scheint fast so, als wäre es mal wieder Zeit für eines unserer Abenteuer, nicht wahr? Frage, welche Abenteuer? Du hast mich nie begleitet, du Arschkeks. Außerdem bist du jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel an Großmut. Moment, wir sollen eigentlich dahin. Hier gibt's ja was. Moment. Lass mich nicht zurück. Nicht nochmal. Wer ist da? Öffnen wir mal den modrigen Keller und steigen hinab. Ach, guck mal, was denn hier ist. Ach, ist ja süß. Gibt's hier irgendwas zum Kaputtmachen? Ja. Wer bist du? Bryson. Jemand ist mich befreien gekommen? Nach so langer Zeit? Anscheinend. Mein Freund Hedrick konnte euer Jammern nicht mehr ertragen. Ein verdammtes Wunder! Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich schulde euch beiden was. Unsinn. Wir sollten euch in Sicherheit bringen. So. Erledigt. Ja, mei. Haben wir den Burschen auch geredet? Jetzt können wir weiter. Nee, können wir nicht doch hier. Hedrick möchte noch was von uns. Ein neuer Begleiter. Erinnert ihr euch an die Geräusche, die ich gehört habe? Das war der Bursche, den ihr gerettet habt. Schon klar. Ich heiße Bryson. Ich bin vorbeigekommen, um euren Freund zu sehen. Und nun will er nicht mehr weg. Ihr habt sein Leben gerettet. Seid ihr dadurch nicht für ihn verantwortlich? Nein, ich bin für mich selbst verantwortlich. Doch ich habe beschlossen, Hedrick zu helfen, um mich bei ihm zu bedanken. Ich habe dir bereits gesagt, dass du von meiner Schmiede fernbleiben sollst. Ach, freu dich doch, dass jemand helfen will, ey. Moment. Erstmal alles hier anhören, ne? Ich bin drüben bei den Docks aufgewachsen. Nicht gerade der gute Teil der Stadt. Aber mehr konnten sich meine Eltern nicht leisten. Sie starben, als die Pest hier vor ein paar Jahren wütete. Nur wenige Stunden lag ihr Tod auseinander. Fast, als ob sie immer zusammen sein müssten. Ich habe sie dafür gehasst, dass sie mich allein ließen. Aber jetzt ist es eine Erleichterung, dass sie dies nicht alles mit ansehen mussten. Interessant. Interessant, mein Freund. In Dunkirk herrschen Tod und Schrecken. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Aber es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns noch verstecken können. In der Tat. So, ich werde doch... Ach, guck mal, hier ist noch jemand. Elaine. Ich fand ihn, wie er benommen durch die Straßen irrte. Ich habe ihn mit hierher gebracht, doch er hat bisher kaum ein Wort gesagt. Er muss ein Adliger sein, aber ich erkenne das Siegel auf seinem Ring nicht. Die Flammen! Die Flammen? Er war voller Ruß. Vielleicht ist er einem Feuer entkommen. Er sagt nie mehr als ein Wort oder zwei am Stück. Das wäre möglich. Durchaus sogar. So. Spielt aber keine Rolle. An der Stelle, ich werde doch nochmal eine Abmoderation machen, danach aber nicht mehr, denn dann kann das andere, das rennt dann einfach ein bisschen schneller, wenn ich nicht spiele dann nebenbei. Es geht zwar von den Frames, aber das Rennen dauert ein bisschen zu lange. Das muss ja rucki zucki fertig werden. Damit das gestern pünktlich kommt. Oder kam, vielmehr. Dann werde ich einfach mal heute... Also in der Folge gab es keine Action. Schwarz doch. Recht kurz die ganze Sache. Aber meine Katze macht ein bisschen Krach. Macht ja auch nichts. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Einschalten. Ab der nächsten Folge gibt es wieder Action. Da läuft es dann wieder richtig heiß her. Bis dahin, haut rein, Leute.